Ich darf also 100 Jahre vorbeiziehen lassen, eine relativ lange Zeit in relativ kurzer Zeit. Seit 100 Jahren ist also Bern der Fall eine Großgemeinde und ein kurzer Rückblick, wie es dazu kam, sei mir gestattet. Das Ende des Ersten Weltkriegs und das Ende der Monarchie brachten einen tiefen Einschnitt, eine Neuordnung, vor allem in politischer Hinsicht. 1919 wurde der Sozialdemokrat Karl Kiesinger Bürgermeister der Stadt Berndorf. Er fasste schon 1920 den Plan, eine Großgemeinde Berndorf zu schaffen. Seine Überlegungen begründete er damit, dass Berndorf mit St. Veit und Veitsau baulich schon verbunden sei und ein Großteil der Arbeiter in der BMF beschäftigt sei. Durch die 1843 gegründete Metallwarenfabrik, die ja genau genommen bis heute noch immer ein wichtiger Faktor ist, war Berndorf, in dem es zuvor nur Handwerker, Mühlen und eine Hammerschmiede gegeben hatte, zu einem Industrieort geworden. In St. Veit begannen am 4. November 1920 Beratungen über die Zusammenlegung. Der Bauernort St. Veit mit Weinbau und Pechsiederei und Handwerkern war eigentlich auch schon zum Industrieort geworden, nämlich durch die Firmen Gornedes, Rohrböck und Neufeld, der auf dem Areal der ehemaligen Sartori-Fabrik Seidefabrik aufgebaut hat. Neufeld hatte Arbeiter aus Heinfeld angeworben und das waren natürlich Sozialdemokraten. St. Veit hatte zu dieser Zeit auch einen sozialdemokratischen Bürgermeister, den Lehrer Anto Knittig. Ihm gelang am 13. Juni 1922 ein Mehrheitsbeschluss für die Eingemeindung. Trotzdem war St. Veit eine harte Nuss, die geknackt werden musste. Es gab scharfe gegensätzliche Meinungen und sehr lange drückte sich der Unmut, die Unzufriedenheit der Überstimmten in einem eigenartigen Satz aus. Die Berndorfer hätten den St. Veitern den Marktstein gestohlen. Tatsächlich hatte die Markterhebung Berndorfs mit St. Veit überhaupt nichts zu tun. Doch St. Veit war lange Zeit der größte Ort im Triestingtal gewesen. Ödlitz, 1820 im Katastralplan als Enklave bezeichnet, war ein kleines Bauerndorf mit Ackerbau, Viehzucht, etwas Weinbau, worauf der Flurname Weinberg schließen lässt. Bauernsöhne und Tagwerker wanderten zur Arbeit in die Fabriken ab, sodass allmählich die Industriearbeiter vorherrschten. Pfarrlich gehörte Ödlitz zu St. Veit und auch die Kinder mussten nach St. Veit zur Schule gehen. Das müssen sie halt auch, nämlich die Volksschüler. Veitsau war bis ins 19. Jahrhundert ein Bauerndorf mit den wichtigsten Handwerkern, Schuster, Wagner, Schmied, dazu Weinbau und Waldwirtschaft, nämlich Pech, Teer, Holzkohle, wie damals üblich, und natürlich Mühlen. Zum Zuzug von Arbeitern kam es durch den Bergbau in Grillenberg. 1923 erfolgte die Loslösung von Grillenberg und die Eingemeindung nach Berndorf. Steinhof, eine Rotte. 1881 nur Gutshof der Familie Habsburg-Lothringen mit 4 Häusern und 32 Einwohnern. Am 15. Juni 1923, zufällig dem Kirchweihtag der Pfarre St. Veit, wurde das Landesgesetzblatt für das Land Niederösterreich ausgegeben und versendet, in dem unter Punkt 73 zu lesen ist. Gesetz vom 26. April 1923 über die Vereinigung der Ortsgemeinden Berndorf und St. Veit an der Triesting, ferner der Ortschaft Veitsau
Passau und der Rote Steinhof zu der Ortsgemeinde Berndorf. Ödlitz wird nicht erwähnt, wird aber zum dritten Bezirk, St. Veit zum zweiten und Veitsau zum vierten. Das Gemeindegebiet umfasste nun 21,84 Quadratkilometer, zählte 12.504 Einwohner und 1.259 Häuser. Am 15. Juli 1923 fand die erste Gemeinderatswahl mit einer Wahlbeteiligung von 90% statt. Die Sozialdemokraten erhielten 4.673 Stimmen und 19 Mandate. Die Deutsche Wirtschaftspartei, das waren die Christlichsozialen und die Großdeutsche Partei, 2.151 Stimmen und 13 Mandate. Die Kommunisten 92 Stimmen und kein Mandat. Bürgermeister blieb oder wurde vielmehr noch einmal Karl Kiesinger. Die durch den Krieg bedingte Inflation hatte eine verzweifelte Notlage gebracht. Hungersnot und Hamstern bis nach Ungarn standen an der Tagesordnung. Von meiner Mutter weiß ich, dass um Schrotbrot Schlangen sich anstellten und die Hamsterei führte bis Steinerhanger, das ist Bombardier. 1925 löste die Schillingwährung die Krone ab. Allmählich folgte eine Stabilisierung. 1929 veröffentlichte Bürgermeister Kiesinger, der ja schon vorher Bürgermeister gewesen war, einen Bericht über 10 Jahre sozialdemokratische Gemeindeverwaltung. Daraus geht hervor, dass schon begonnene Arbeiten fertiggestellt und Neues geschaffen wurde. Manches, was schon unter Arthur Krupp für die Berndorfer vorhanden war, vor allem im Gesundheitswesen, wurde übernommen und erweitert. Unter anderem wird für 1924 bis 1929 aufgelistet: Krankentransport mittels Sanitätsautos, Ausgestaltung des Epidemiespitals mit Krankenpflegerin und täglichem Besuch des Stadtarztes. Und außerdem wurde ein Radioapparat aufgestellt zur Verbindung mit der Außenwelt. Und das war für damals eine Besonderheit, denn kaum jemand besaß privat ein Radio. Das städtische Fürsorgeamt übernahm Schwangerenberatung, Mutterberatung, Säuglingsfürsorge, Schulfürsorge, Tuberkulosenfürsorge und Zahnpflege. Die hatte allerdings durch Krupp schon eine 25-jährige Entwicklung. Meine Damen und Herren, was uns heute selbstverständlich ist, das war damals neu und vor allem wichtig. Es ist unmöglich, alles aufzuzählen, was in diesen 10 Jahren geschah. Ein kleiner Auszug sei mir gestattet. Bei den Schulen tat sich etwas. An die 3-jährige Bürgerschule wurde ein 1-jähriger Lehrkurs angeschlossen, der den Übertritt in eine Fachschule oder zu einer höheren Stellung erleichtern sollte. Aus der Bürgerschule wurde die 4-klassige Hauptschule und in die Gegenwart gerückt, jetzt ist sie Mittelschule. Die Knabenschule erhielt einen Zubau mit Musikzimmer, Schulwerkstätte, Physiksaal, Zeichensaal, der anlässlich des Schubertjahres, das war 1928, Schubertsaal genannt wurde. Ein Schülerorchester. 1929. Der New Yorker Börsencrash hatte die Weltwirtschaftskrise zur Folge, die rund 10 Jahre anhielt. Die Industrieproduktion ging zurück, ebenso der Welthandel und die internationalen Finanzströme. 1933 gab es weltweit die höchste Arbeitslosigkeit, nämlich 24,9%. Das heißt, ein Viertel der arbeitsfähigen Menschen waren arbeitslos. In Berndorf waren das rund 3.000 Menschen. Not und soziales Elend wurden wieder aktuell.
Politische Richtungen prallten aufeinander, blutige Auseinandersetzungen folgten. Dr. Dollfuß errichtete den totalitären Ständestaat. Das ging auch an Berthoff nicht vorbei. Die Sozialdemokratische Partei wurde aufgelöst. Karl Kiesinger und andere Funktionäre wanderten ins Gefängnis. An die Stelle des Gemeinderats trat der Gemeindetag mit dem Regierungskommissär Ludwig Ehm. Trotz allem verloren die Berndorfer ihren Humor nicht. Bald machte ein Wortspiel die Runde. Wer war in Berndorf vornehm? Ist gleich vornehm. Antwort: der Kiesinger. Im Untergrund entwickelten die Nationalsozialisten ihre Aktivität. Am 11. März 1938 überschritt Hitler mit deutschen Truppen die österreichische Grenze. In Berndorf wurde Ehm abgesetzt und von der Kreisleitung Baden der Nationalsozialist Dr. Kröller eingesetzt. Auch vom Berndorfer Gemeindeamt wehten nun Hakenkreuzfahnen. Zunächst schien sich manches zu bessern, vor allem nahm die Arbeitslosigkeit ab. Doch alles endete mit dem größten Unheil des 20. Jahrhunderts, dem Zweiten Weltkrieg, der am 1. September 1939 losbrach.